Ich öffne heute ein halbes Display Celebrations in Pokémon TCG Live. Ich muss nur kurz die Codes eintippen. Schön, dass du auf jeden Fall da bist. Fangen wir an mit den ersten 8 Boostern Celebrations. Und ich bin auch wirklich gespannt, ob in den TCG Live, ob da hier vielleicht eine Karte mehr drin ist. Weil normalerweise sind da ja nur 4 Karten drin. Ne? Aber bei allen anderen Packungen, wo 10 Karten drin sind, gibt es ja hier auch nur 5. Vielleicht wäre das mal ausgleichende Gerechtigkeit und natürlich nicht 4 Karten. Aber schauen wir mal, ob wir was Schickes ziehen hier. Ja, Lugia und Solgaleo, ne? So eine Standard-Celebrations packen, einmal zum Warmwerden. Was war das denn? Ich habe die erste Karte nicht gesehen. Aber da haben wir schon mal ein surfendes Pikachu V. Der kleine, dicke Chonka. Ich mag's ja, diese... Der hat ganz schön abgespeckt. Pikachu hat über die Jahre abgespeckt, hat aber auch sehr viel trainiert dafür. Soll es ihm also gegönnt sein. Oh, es ist so... Celebrations zu öffnen ist an sich schon super cool, aber wir ziehen hier nicht wirklich was. Das Mew ist toll. Das hätte ich gern auch noch öfter mal, weil man das auch in dem einen oder anderen Deck gut gebrauchen kann. Aber, ui, hier, Kapu Fala GX. Das sieht doch nice aus. Das ist cool. Und nochmal ein Solgaleo. Da, die Solgaleos kriegen wir heute noch voll, ich sag's euch. Dialga, Xerneas, Cosmog, der ist auch mal dabei. Ne? Und Forschen des Professors in einem coolen Artwork. Ich finde aber die Full Art noch ein bisschen cooler. Die Full Art habe ich tatsächlich sogar graden lassen, als ich hier angefangen habe mit dem Sammelkartenspiel. Und naja. Ui, Lepumentas. Auch nice. Und noch ein Zacian V. Also die ersten 8. Schon die ein oder andere schicke Karte. Aber ich denke, das geht noch besser. Ich tippe mal die nächsten 8 ein. Und ihr könnt dazwischendurch like and subscribe oder irgendwie so. Sagt man ja, ne? Da habe ich sogar tatsächlich noch ein Booster-Päckchen mehr gefunden. Und das finde ich auch ganz gut. Ja, dann machen wir halt eben heute mal ein halbes Display plus 1 auf. Oder es wäre jetzt auch ein nicht ganz volles Display. Gab es natürlich so zu Celebrations gar nicht, höchstens vielleicht wieder in Japan, aber hier in Deutschland auf jeden Fall nicht. Sofern ich mich richtig erinnere, ihr könnt mich gerne berichtigen, dafür ist eine Kommentarfunktion da. Ihr könnt natürlich auch andere nette Sachen schreiben. Pikachu! Die... es ist einfach der kleine Nager. Ui, und Rocket Zapdos, wie cool. Die gibt es auch in Celebrations. Boah, ich muss wieder Celebrations kaufen, Leute. Uiuiui, die sah ja nice aus. Mann, ne? Da kann man schon überlegen. Und die Magmas Grudon. Auch cool. Ist einfach schön, wie diese Full, wie diese alten Karten nochmal neu aufgelegt wurden. Sodass man nochmal so ein halbes Gefühl bekommt. Da ist Nachtara. Uiuiui. Ja, also, ist schon, so könnte man auch gerne richtig ziehen, würde ich mal behaupten. Haben wir jetzt hier schon die ein oder andere schicke Celebrations-Karte gezogen. Aber ob da noch mehr geht, das sehen wir gleich. Wie viele C-Krums waren das denn? Und auch ein Zamazenta. Das Zacian hatten wir schon. 2 Booster-Packungen noch. Wer weiß, ob wir hier noch was rauskriegen. Rocket Vorstand. Die sieht ja auch mega aus. Eieiei. Jetzt habe ich schon wieder Bock, richtig Celebrations zu öffnen. Mann, das war eigentlich nicht der Ziel dieses Videos. Das Ziel war es natürlich, dass du gar nichts machst. Dass du glücklich bist. So, also, habt noch einen schönen Tag. Schaut mal da vorbei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ich wiederhole mich.